Hausangestellte, was seid ihr nach der Meinung der Welt? Eine Klasse von Sklaven, derer die euch bezahlen, preisgegeben der Verachtung, der Ungerechtigkeit und oft schlechten Behandlungen durch anspruchsvolle und manchmal grausame Herren, die glauben, das Recht gekauft zu haben, gegen euch ungerecht zu sein, wegen des schwachen Lohns, den sie euch zugestehen. Und ihr Bauern und Landwirte, was seid ihr nach der Meinung der Welt? So nützlich eure Arbeiten auch sind, ihr werdet nur nach dem Wert eurer Arme eingeschätzt. Liebe Brüder und Schwestern, dieser Auszug aus einer Predigt ist genau 200 Jahre alt. Gehalten hat sie der heilige Eugen von Matzenott, der Gründer der Oblatenmissionare, vor den einfachen Menschen seiner Heimatstadt in Südfrankreich. Dieser Text, 200 Jahre alt, könnte auch ein sehr moderner Text sein. Denn der Einsatz für Gerechtigkeit und für die Armen sind für den Glauben immer zeitgemäß. Der Blick in die heutige Lesung, die vom Sonntag genommen ist, aus dem Buch Jesus Sirach, macht uns das deutlich. Gott ist ein Gott des Rechts, der ein offenes Ohr für die Klagen der Unterdrückten, der Benachteiligten und der Ausgebeuteten hat. Der Text, liebe Brüder und Schwestern, weist auf die Zeit der jüdischen Großgrundbesitzer hin, die auch ihren Arbeitern den Lohn vorenthielten und so eine sozial unhaltbare Situation erzeugt. Gott, so macht der Schriftgelehrte deutlich, der das Buch Jesus Sirach geschrieben hat, billigt das nicht. Er wird den Ruf des Armen erhöhen. Er wird den Ruf des Armen erhöhen. Haben das liebe Brüder und Schwestern, unsere Verwandten und Freunde immer gespürt? Millionen Menschen mussten im letzten Jahrhundert ihre Heimat verlassen. Tausende, über Tausende mussten dabei sterben. Können diese Menschen, können wir diesen Satz nachsprechen? Er wird den Ruf der Armen erhöhen. Können wir diesen Satz glauben? Wenn wir uns heute versammeln, liebe Brüder und Schwestern, und all unseren Eltern und Verwandten, um an sie zu denken und für sie zu beten, dann drücken wir damit unser Bemühen aus, diesen Satz wenigstens ansatzweise zu erhoffen, ja, zu erbitten. Wir drücken durch unser Kommen und Beten aus, auch wenn wir weniger geworden sind, das macht nichts. Wir haben uns mit dem Herrn versammelt und zeigen dadurch dem Herrn und auch einander, dass wir treue Menschen sind. Treue Menschen, Menschen der Treue zur Heimat, Menschen der Treue zu Gott und Menschen der Treue zum Willen einer Versöhnung. Was heißt denn das? Menschen der Treue zur Heimat. Jeder Mensch braucht eine Heimat, den Ort, an dem er sich wohlfühlt, an dem er von Menschen umgeben ist, die ihm Gutes wollen, an dem er seine Wurzeln schlagen kann und so einen Ort der Geborgenheit findet. Die Liebe zur Heimat, die zeichnet einen Menschen aus, der ein Mensch der Dankbarkeit ist. Und daher ist es gut, dass Sie, liebe Brüder und Schwestern, Menschen dieser Treue sind.
der Treue zu ihrer alten und zu ihrer neuen Heimat. Der emeritierte Papst Benedikt XVI. Hat in einem Schreiben einmal die Bedeutung der Heimat für den Menschen hervorgehoben und ihre gewaltsame Wegnahme als einen Akt bezeichnet, der sich gegen die Menschenwürde richtet. Papst Benedikt schreibt, Heimat hat geografische, kulturelle, geistliche und religiöse Dimensionen. Sie gehört zum Menschen und zu seiner Geschichte und darf daher niemandem gewaltsam genommen werden. Wie aktuell doch dieser Satz ist, nicht nur für die Menschen, die ihre Heimat verlassen mussten vor Jahrzehnten, sondern auch heute. Umso tragischer ist es, wenn diese Wurzeln, von der der Papst schreibt, rausgerissen werden, wenn der Ort der Geborgenheit durch Furcht und durch Leid überschattet wird. Für viele ist das erlittene Unrecht der Vertreibung, der gewaltsamen Umsiedlung und der Zwangsarbeit immer noch ein Schmerz in ihrem Leben. Als Christen leben und bezeugen wir die Hoffnung, dass die versöhnende Kraft Gottes, dass diese Kraft Gottes die Wunden der Vergangenheit heilen und eine bessere Zukunft eröffnen kann. Das zentrale Anliegen der meisten Heimatvertriebenen ist neben dem lebendigen Kontakt zur alten Heimat die Bewahrung des leidvollen Schicksals. Nicht, weil sie jetzt nachtragend wären, nicht, weil sie einfach nicht vergessen können, sondern weil sie ihre Heimat lieben, weil man das, was geschehen ist, nicht nur nicht vergessen kann, sondern es niemals vergessen darf. Die Nachkommen von heute sind zwar nicht verantwortlich für das, was damals geschehen ist, wohl sind sie aber verantwortlich dafür, was heute in der Geschichte daraus wird. Denn es gibt eine Solidargemeinschaft nicht nur im Glück und im Erfolg, sondern auch im Leid und in der Trauer, im Gedenken und in der Versöhnung. Daher haben alle Generationen die Verantwortung, die Erinnerung an Ursachen, an Geschehnisse und Folgen des Zweiten Weltkriegs wachzuhalten und dafür Sorge zu tragen, dass so etwas nie wieder geschieht. Die geistigen und die geistlichen Werte müssen wir den nachfolgenden Generationen weitergeben. Und das ist die Aufgabe von einem jeden und einer jeden von uns. Und was heißt denn der zweite Punkt? Wir sind Menschen der Treue zu Gott. Wir wissen, liebe Brüder und Schwestern, dass unser Leben uns geschenkt worden ist und dass wir es nicht hätten, hätte nicht einer unser Leben gewollt und uns unsere Existenz verliehen. Und darum dürfen wir Gott nicht vergessen, weil wir sonst die Quellen dieses Ursprungs vergessen, aus dem Ursprung, aus dem wir kommen. Wenn wir Gott vergessen, dann verlieren wir unser Menschsein. Im vorigen Jahrhundert haben wir erlebt, was es heißt, wenn Systeme darauf bauen, den Menschen selbst zu machen. Die Heimatvertriebenen haben erfahren, was daraus geworden ist, wie es Millionen von Menschen das Leben gekostet hat, weil Unrechtsregime des Nationalsozialismus und des Kommunismus ohne Gott den Menschen aufbauen wollen. Das hat dazu geführt, dass ein jahrhundertelanges Zusammenleben voll von geistiger
ist heute. Wir sind doch mittendrin in Europa, in so modernen und neuen Europa. Wir sind doch mittendrin, unseren Gott wieder zu vergessen. Daher tragen wir als Christen Mitverantwortung dafür, dass der Gedanke an Gott lebendig bleibt. Wir müssen Zeugnis geben dafür, dass durch Gott alles geschaffen worden ist, dass Jesus Christus der Mittelpunkt und das Ziel all unseres Tuns ist. Von ihm her empfängt unser Schicksal seinen Sinn und seinen letzten Zusammenhalt. Darum sollten wir ihm treu sein, zu ihm im Gebet, im Bekenntnis und im Gottesdienst. Denn woher sollten es denn unsere Nachfahren lernen, wenn nicht durch uns? Denn daraus schöpfen wir die Kraft und die Hoffnung für unser Leben. Und wenn Christen sich treu zu Gott bekennen, dann wirkt das weiter. Dann wirkt das wie ein Beispiel für andere Menschen, dass sie den Mut haben, zu Gott und zu seiner Kirche zu stehen. Und was heißt der dritte Punkt, liebe Brüder und Schwestern? Dass wir Menschen der Treue zum Willen einer Versöhnung sind. Die Flüchtlinge und Vertriebenen wissen, wie viel Leid Menschen erfahren, die ihrer Heimat entrissen, die ihrer Vergangenheit beraubt und ihrer Zukunft in Hoffnungslosigkeit ausgeliefert sind. All diesem Leid und den vielen unbekannten, nur zu oft vergessenen Leiden setzt die Heilige Schrift, die Botschaft der Vergebung entgegen. Gott selbst ist der Vater des Erbarmens, der Vater des Trostes. Er ist der Gott des Rechts. Auf ihn vertrauen wir, auch wenn uns das oft genug sehr schwer fällt. Da beginnt im Herzen eines Menschen, das beginnt im Herzen und das ist Gnade. Gnade, die uns Gott schenken kann. Diese einzigartige Erfahrung der Gnade, die motiviert die ganze pilgernde Gottesschar und jeden einzelnen Getauften, das Gebot des Herrn in seinem Leben ernst zu nehmen. Und darum können wir dankbar sein, dass wir treue Menschen sind. Menschen der Treue zum Willen einer Versöhnung. Eine ehrliche Auseinandersetzung mit der eigenen, der gemeinsamen Vergangenheit und eine Aufarbeitung in historischer Wahrheit, nicht Lüge, in historischer Gerechtigkeit erleichtert das und ist für eine friedliche Zukunft zwischen den Menschen in unserem Land und den Völkern in Europa von großer Bedeutung. Und das ist nicht etwas, was wir jetzt beginnen müssen, denn schon viele Heimatvertriebene waren und sind mit großem Erfolg dabei, Gräben zu überwinden, gemeinsame Projekte zu entwickeln und über die Grenzen hinweg Vertrauen aufzubauen. Die Politiker in den Ländern Europas, die müssen wir aufrufen, diese Initiativen zu fördern, zu stärken. Liebe Gemeinschaft der Heimatvertriebenen, als Ihre Vorfahren und teilweise auch Sie vor 70 Jahren hierher kamen, da brachten Sie keinen materiellen Besitz mit. Alles musste in der alten Heimat zurückgelassen werden. Aber mitgebracht, liebe Brüder und Schwestern, haben Sie ein geistiges Fluchtgepäck, das unauslöschlich in Ihnen war
die Heiligen und die Seelen, die in bestimmten Regionen besonders verehrt werden, die sind Zeugen dafür. Diese Heiligen und diese Seelen sind aber nicht aus der alten Heimat ausgewandert, sie sind weiter in der alten Heimat zu Hause. Sie sind im Fluchtgepäck der Heimatvertriebenen gewesen und gleichzeitig in der alten Heimat geblieben. Sie sind damit Mittler, Mittler der Verständigung und Brücken der Freundschaft zwischen der alten und der neuen Heimat geworden. Liebe Brüder und Schwestern, worauf es in Zukunft ankommt, das können wir von Hilde Domin lernen, wenn sie in ihrem Text Ziehende Landschaft schreibt. Man muss weggehen können und doch sein wie ein Baum, als bliebe die Wurzel im Boden, als zöge die Landschaft und wir ständen fest. Man muss den Atem anhalten, bis der Wind nachlässt und die fremde Luft um uns zu kreisen beginnt, bis das Spiel von Licht und Schatten, von Grün und Blau die alten Muster zeigt und wir zu Hause sind, wo wir zu Hause sind, wo es auch sei, und uns niedersetzen können und uns anlehnen, als sei es das Grab unserer Mutter. Liebe Brüder und Schwestern, die jährliche Gedächtnisfeier hier in der Augustinerkirche lässt uns das immer wieder neu bewusst werden. Die Treue zur Heimat, die Treue zum Glauben, zu Gott und die Treue zur Versöhnung. Diese Treue wird uns weiterführen und sie wird uns und all unsere